八七六五四三二一，点火。Auf ins All. Peking hat am Sonntag ein Raumschiff mit drei Astronauten an Bord zur chinesischen Raumstation geschickt. Diese befindet sich noch im Bau und soll bis Ende des Jahres fertiggestellt werden. So lange soll auch der Aufenthalt der drei Astronauten dauern. Eine Rakete des Typs Langer Marsch, die die Kapsel Shenzhou 14, auf Chinesisch das göttliche Schiff, transportierte, startete um 10.44 Uhr Ortszeit vom Weltraumbahnhof im Nordwesten Chinas, wie eine Live-Übertragung des staatlichen Fernsehens zeigte. Der Bau der Raumstation hatte im vergangenen Jahr mit dem Start des ersten und größten der drei Module, Tianhe, dem Wohnbereich der Astronauten, begonnen. Die Module Wentian und Mengtian sollen im Juli bzw. Oktober hinaufgeschickt werden und dann an Tianhe andocken, um schließlich eine T-förmige Struktur im All zu bilden.